Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt. Mit einem sehr geilen Intro, muss ich schon mal sagen. Ja, herzlich willkommen zu Let's Play Still Life. Ein Point-and-Click-Adventure, glaube ich, nennt man das Ganze. Ist momentan so das Zwischenprojekt, was The Walking Dead 2 ersetzen soll. Denn es ist ja momentan auf meinem Kanal pausiert, bis wieder die deutschen Untertitel für Staffel 2 fertig sind. So, also wir haben ja schon ein bisschen gesehen, was hier Sache ist. Diese Frau scheint ja Polizistin oder so etwas Ähnliches zu sein. Und da drinnen ist wohl etwas passiert. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ein Mord. Gut, wir können uns mit der linken Maustaste ein bisschen bewegen. Soweit alles klar. Und wir können den Typen da natürlich anquatschen. Fahren wollen wir natürlich nicht. Ja. Sieht so aus, als könnte hier jemand einen Kaffee gebrauchen. Allerdings. Hier, für Sie. Danke, das ist echt nett. Sie sind wirklich was Besonderes, Miss McPherson. Ganz anders als Ihre Kollegen. Okay. Die junge Frau heißt Miss McPherson und ich kann rechts oder linke Maustaste. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit rechts eher abbrechen kann oder nicht. Das probieren wir jetzt Und mal. frieren Sie mich hier mal nicht fest, ne? Werd mir Mühe geben. Wenn das kein Scheißwetter ist. Meine Fresse. Gestern hatten wir 15 Grad und heute dieser verdammte Schnee. Hatte Schwierigkeiten, überhaupt herzukommen. Okay, also rechte Maustaste scheint eher so ein bisschen das Nebensächliche und links. Geht dann Womit haben weiter. wir es zu tun? Das Übliche? Ja, immer die gleiche Scheiße. Anonymer Anruf, keine Zeugen und wieder ein totes Mädel. Die sieht allerdings noch wüster aus. Ich dachte mir gleich, dass da wohl euer Kerl am Werk war und hab direkt Miller Bescheid gesagt, sonst niemandem. Und wer außer Ihnen war zuerst hier? Miller, vor etwa 10 Minuten. Claire kam ein paar Minuten später. Okay, wurde wohl eine junges Mädchen ermordet. Miller war also der Erste. Und? Hat er es wieder mal geschafft? Und ab. Dieser alte Donutfresser. Oh Mann. Claire war stinksauer und hat ihn erstmal auf den Flur verbannt. Wo ist der Tatort? Sie müssen durch den Eingang, dann die Treppe hoch und sofort rechts. Der Waschlappen neben dem Kühlschrank ist Miller. Aber seien Sie vorsichtig, Miss McPherson. Die Bude ist dermaßen vergammelt und versifft, dass man allein schon beim Angucken der Wände Angst kriegt, sich was zu holen. Tja, dann gehe ich mal hoch und schaue nach, wie es Miller geht. Seien Sie da drin bloß vorsichtig. Okay. Na dann, gehen wir mal rein. Da sind wir auch schon. Sieht ja wirklich mehr als vergammelt und versifft aus. Wir sollen die Treppe hoch, dann gucken wir mal kurz noch hier, wenn ich darf. Nein, darf ich nicht. Okay, kann ich mit rechter Maustaste was tun? Ja. Wir bekommen in unser Inventar. Und da sehen wir auch schon, die junge Frau ist beim FBI Special Agent. Und der Name könnte Victoria McPherson sein. Ich glaube, das stimmt auch, ja. Okay, ja, hier gibt es momentan noch nichts weiter zu tun. Ich werde wie immer so circa 25 Minuten Parts machen. Nicht so wie bei The Walking Dead, mindestens 30. Nee, hier nicht. Gut, ja, gehen wir mal hoch. Ja, es war die Rede von Waschlappen. Ich denke mal, das könnte ja sein, so wie der hier rumgammelt. Aber wir gehen erstmal nach links. Okay. Ja, kann ich hier schon irgendwas angucken? Glaube nicht. Naja, sehen wir uns mal um. So. Sagt sie hierzu was? Nein. Diese Tür wurde zugenagelt. Und zwar gründlich. Ja, hier ist nicht mehr viel mit Exit. Sonst, das können wir noch untersuchen. Das haben Sie fantastisch hingekriegt. Was für eine Aussicht! Ja, was für eine Aussicht!
So fantastisch, dass ich sie nicht sehe. Ja, das ist wirklich vergammelt und versüfft, also... Da kriege ich jetzt schon eine Krankheit davon, wenn ich das sehe. Aber okay. So. Ja, dann reden wir mal mit dem Typen da hinten, ne? Wow, das erinnert mich an meine Ausbildung, als ich mal nach dem Mittagessen beim Hindernisrennen mitgemacht habe. Da kam aber auch alles hoch, sogar noch das Frühstück. Nette Mischung aus Pizza und Toast. Davon wird mir bestimmt nicht besser. Hier, damit geht's gleich besser. Vielleicht auch nicht. Nee, ich glaube, du hast den falschen Beruf, Junge. Miller, Sie sollten es aufgeben. Sie und Leichen sind wie Tag und Nacht. Nächstes Mal warten Sie lieber, bis wir da sind, anstatt ständig auf die Beweisstücke zu göbeln. Geht in Ordnung, Agent McPherson. Und hören Sie endlich mit diesem blöden Agent McPherson auf. Ist Victoria so schwer zu behalten? Okay, Victoria. Ach ja, ich glaube, du hast wirklich den falschen Job, Junge. Nur so aus Neugier. Wo ist die Ladung denn diesmal hingegangen? Ins Klo. Könnten wir nicht das Thema wechseln? Oh weia, schon zum zweiten Mal. Claire muss außer sich vor Freude sein. Die will mich wohl eher umbringen. Sie drohte mir, mich an den Geländewagen zu binden und durch die Stadt zu schleifen. Ja, und mit was haben wir es zu tun? Das war eindeutig unser Mann. Das Opfer liegt in der alten Badewanne. Das Wasser da drin ist gefroren. Ich konnte nicht viel erkennen. War wahrscheinlich auch besser so. Okay, Badewanne. Wo ist Claire? Wie hieß noch der Indianerspruch? Gestank folgen. Kleines, dickes Bleichgesicht finden. Mensch, Mela, danach ist mir heute nicht. Entschuldigung. Sie ist im Badezimmer. Den Flur ganz runter und dann links durch die Tür. Sie arbeitet bei der Leiche. Ich glaube, sie wollte, dass Sie sich mal in der Wohnung umschauen. Hier, die Kamera. Claire will mich hier nicht haben. Sie werden also auch Fotos machen müssen. Okay, wir bekommen eine Kamera. Na super. Oh, nur keine Panik. Bis gleich. Ich lasse ihn besser in Ruhe. Ich lasse ihn besser in Ruhe. Ich lasse ihn besser in Ruhe. Okay, ich höre schon auf. Naja, das soll er sich mal auskurieren. Und wir müssen seine Arbeit erledigen. Wir müssen die Fotos machen. Na gut. Hallo, ist da niemand? Och, ich würde sagen, immer der Blutspur nach. Blut. Wahrscheinlich vom Opfer. Mhm, denke ich auch. Oh, die Wand sieht ja toll aus. Seltsam. Eine saubere Stelle in diesem Saustall. Sauber? Ernsthaft? Ich weiß ja nicht. In meinen Augen zwar nicht, aber okay. Damit kann man einiges entdecken, wenn man den richtigen Filter benutzt. Okay, das ist interessant. Können wir vielleicht noch brauchen? Was ist denn hier noch? So einen Saustall habe ich selten gesehen. Mhm. Allerdings... So, ja, wir müssen wahrscheinlich der Blutspur nach, deswegen gehen wir mal hier rein. Gucken uns natürlich alle Räume an. Ach, das sieht ja auch schon wieder sehr toll aus. 666. Seltsam. Eine saubere Stelle in diesem Saustall. Ach, also ich weiß nicht, was ihr hier was sauber empfindet. Blut. Wahrscheinlich vom Opfer. Ja, hier ist... Ach, entschuldigt. Hier ist nochmal Blut. Und sonst wohl nichts mehr. Da kann ich das hier wieder. Damit kann man einiges entdecken, wenn man den richtigen Filter benutzt. Ja, das kennen wir schon. Sonst geht hier nichts, okay. Ich denke mal, wir müssen die Blutspur da noch untersuchen. Gehen wir mal weiter. Ui, Rattenanimation, yay. Na gut. Gibt's hier noch was für mich? Nein. Dann gehen wir hier rein. Oh, das sieht ja toll aus. Also ich frage mich wirklich, wer hier gewohnt hat, aber das könnte wohl schon länger her sein. Ach, entschuldigt, was meine Stimme angeht. Naja. Na, wenn das keine tolle Weihnachtsdekoration ist. Ja,
nicht wahr, würde ich mir sofort hinhängen. Oder zu Halloween. So. Ah ja, hier sind wir richtig. Und ich denke mal, wir können hier sonst auch nichts mehr machen, oder? Den Koffer können wir noch angucken. Claires Koffer mit all ihren Instrumenten. Ja, und ich würde sagen, wir gehen doch einfach mal gleich zu ihr und reden mit ihr. Hallo, Clarice. Und was haben wir Schönes? Alles, was das Herz erfreut. Einen Idioten, der erstmal jeden Tatort vollkotzt, zu wenig Personal, weil ich die einzig Blöde bin, die in den Ferien arbeitet, einen kalten Hintern, eine festgefrorene Leiche. Reicht dir das? Kaffee gefällig? Ja, bitte. Kein Wunder, dass du meine beste Schülerin warst. Okay. Musst du eigentlich immer so ruppig zu Miller sein? Wie bitte? Ich wühle hier schon zum zweiten Mal in seiner Kotze rum, um nach etwaigen Indizien zu suchen. Und da soll ich nicht ruppig sein dürfen? Ich glaube, ich spinne. Und wie kann ich dir helfen? Schau du dich nach Indizien um. Ich habe schon genug Zeit verschwendet, um die Leiche für den Fleischtransport vorzubereiten. Du weißt ja, was für eine Sauerei das sonst gibt. Ich glaube übrigens, ich habe beim Reinkommen Blutflecke gesehen. Damit könntest du anfangen. Und vergiss nicht, immer ein Foto zu machen, bevor du was einsammelst. Die Instrumente findest du in meinem Koffer. Der steht da, wo früher meine Küche war. Wenn du die Indizien hast, kannst du mir hier noch helfen. Ich weiß, dass ich eigentlich mit anfassen sollte, aber ich glaube, ich bin hier dann doch etwas überfordert. Vicky McPherson überfordert? Das wäre aber das erste Mal. Wo hast du das denn her? Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin urlaubsreif. Herzchen, du kannst sie nicht immer schnappen, bevor nicht zwei oder drei dran glauben mussten. Weiß ich ja. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen, Clarice. Hör endlich damit auf. Okay. Wir sollen uns wohl da im Koffer bedienen, ja. Machen wir das doch. Jo, erstmal einen Kaffee hinterher. So, da bekommen wir unsere Utensilien. Das hier sind wohl so Art ja, Wattestäbchen. Ein Clipboard oder sowas ähnliches. Irgendwas, was mit Blut zu tun hat. Mittel, okay. Das hier könnte eine Pinzette sein. Weiß ich jetzt nicht. Und ein Film für die Kamera. Okay. Gut. So, wir sind im Inventar. Da sehen wir auch schon unsere Sachen. Was haben wir denn hier? Einen Schwarzlichtfilter. Schafft eine Schwarzlichtumgebung. Ja. Die Kamera Lumbatec 35mm Kamera macht hochwertige Bilder. Eine forensische Tupfer. Tupfer zum Aufnehmen von Blut- oder Spermaproben. Dann haben wir noch Luminol, eine Chemikalie zum Identifizieren von Blutflecken, die das menschliche Auge nicht wahrnimmt. Dann der Film, bla 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 bla, 400 Goldserie und eine Pinzette, ein nützliches Werkzeug zum Einsammeln von Haarproben und anderen kleinen Objekten. Genau. So, muss ich das da gleich, hallo? Nein. Darf ich das nicht gleich in die Kamera legen? Ach komm. Ja, mit der Steuerung. Klappt es aber noch nicht so ganz. Kombinieren mit dem? Ja. Gut, der Film ist eingelegt. Und wir sollen die Blutspur untersuchen. Na, das machen wir doch. Hier rein, ja. Da gab es ja zwei Stellen, die sie angedeutet hat. Einmal hier und einmal hier drin. Ja, wir fangen doch gleich mal hier an, würde ich sagen. Also, Kamera. Nein, das schon mal nicht. Das hier. Auch nicht. Hey. Wie kann ich die Kamera benutzen? Oder muss ich da erst... Moment, nochmal raus hier. Ich steck doch nicht meinen Finger da rein, um eine Probe zu nehmen.
Ich brauche eins von Claires Instrumenten. Ja, ist ja gut. Kann ich jetzt irgendwas machen? Foto? Nee, irgendwie nicht. Hallo? Das hier? Ja, Treffer. Gut. Da haben wir schon mal ein Foto gemacht. Ich glaube, das machen wir auch gleich hier. Noch kurz. So. Ich stecke doch nicht meinen Finger da rein, um eine Probe zu nehmen. Ich brauche eins von Claires Instrumenten. So, noch einmal bitte. Krieg ich's hin? Ja. Okay, das war's dann eigentlich schon. Wir sollen eine Probe nehmen. Ich würde sagen, das machen wir mit der Tupfer. Da müssen wir erst das hier machen. Schikanal zum Identifizieren von Blutflecken. Mal gucken, was sie macht. Okay. Das stimmt schon mal. Gut, wir haben jetzt da ein Beweismittel. Muss ich hier noch irgendwas machen? Mal sehen. Nein, anscheinend nicht. Ja, hier können wir uns das ganze Zeug nochmal kurz angucken, aber ist jetzt eigentlich auch nicht so wichtig. So. Tupfer haben wir gemacht, Pinzette, Schwarzlichtfilter. Schwarzlichtfilter könnten wir noch versuchen. Um das richtig verwenden zu können, brauche ich erst eins von Claires Instrumenten. Ja, haben wir doch schon. Das hier. Oh ja. Das sieht doch mal stylisch aus. Können wir hier noch irgendwas Neues entdecken? Ich glaube ja nicht, oder? Oh, da. Sieht aus, als hätte unser Täter hier was weggewischt. Interessant. Sieht aus, als hätte unser Täter hier was weggewischt. Sieht aus, als hätte unser Täter hier was weggewischt. Kennen wir schon. Das könnten natürlich Blutflecken sein. Also würde ich sagen, benutzen wir doch das hier. Okay, muss ich die Stelle einfach anmelden. Aber das macht sie ganz gut. Wow. Okay. Was zum Teufel? Aber wirklich. Was zum Teufel? Ja, das stimmt allerdings. Okay. Na gut, wir machen mal ein Foto davon. Das hier. Bitte. Na, nicht schlecht. Okay, ich glaube, das war's sonst. Ich hoffe es mal. Ja. Sehen wir uns das hier noch an. Das Graffiti sieht im Schwarzlicht einfach toll aus. Ja, nicht wahr? Aber trotzdem, würde ich sagen, benutzen wir das noch, wenn wir dürfen. Nein, dürfen wir nicht. Sie ist felsenfest davon überzeugt, dass hier kein Blut und kein Beweismittel ist. Ja gut, dann haben wir hier alles, würde ich sagen. Ja, doch. Nehmen wir das wieder mit, okay. Und checken noch die andere Blutspur. Die hier, genau. Ja, hier wieder das gleiche. Foto haben wir ja schon gemacht. Ich steck doch nicht meinen Finger da rein, um eine Probe zu nehmen. Ich brauche eins von Claires Instrumenten. Ich muss das nicht auswählen, sondern ich stelle mich einfach bloß daneben hin. Das reicht wohl auch schon. Ja, wir machen hier wieder dasselbe. Nehmen noch eine Probe. Sie soll sich nicht so anstellen. Die könnte das ruhig mit dem Finger machen. Okay, ich hoffe mal, das dürfen wir nicht verwechseln oder so. Gut, Foto haben wir gemacht. Damit will sie wahrscheinlich auch nichts mehr machen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier hin und benutzen noch den Schwarzlichtfilter. Ja, also die Steuerung klappt jetzt auch. Das freut mich. Und im nächsten Part wird sich dann auch, ich sag mal, die Lautstärke und so weiter natürlich noch ein bisschen anpassen. Gut. Gucken wir uns das mal an. Sieht aus, als hätte unser Täter hier was weggewischt. Mhm, okay.
Dann gehen wir auch so wieder vor. Ne, erst das und dann ein Foto. Ja. Also ich hoffe mal, hier kann man keine Beweisstücke vernichten oder so aus Versehen. Das wäre sehr dumm. So. Was steht da? Sanctuary? Was zum Teufel? Ja, ja, das kennen wir schon. Okay. Was will uns der Täter wohl damit sagen? Hallo? Ich will ein Foto machen. Wie sich das gehört. Mhm, okay. Das war's dann wohl, oder kann ich noch irgendwas machen? Hier, ich glaube ja nicht, das haben wir gemacht. Nö, ich würde sagen, das passt. Ja. Gut, dann nehmen wir den Schwarzlichtfilter wieder mit. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts am Boden übersehen, überlege ich gerade. Naja. Ich kann noch nicht gehen. Ich habe hier noch zu tun. Ja, das glaube ich dir. Ich muss gerade mal hier gucken. Denn wir haben hier noch ein paar Berichte. Es wird langsam Zeit, den Part zu beenden. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, wir lesen uns pro Part einen so einen Untersuchungsbericht noch durch. Und ja. Damit fangen wir jetzt auch einfach mal an mit dem Bericht des Gerichtsmediziners 1. Opfer Chicago. Stadt Chicago, Polizeipräsidium. Also ich mache jetzt nicht mehr, wenn das nicht interessiert. Der kann jetzt eigentlich auch schon abschalten, aber das gehört natürlich dazu, finde ich. Und ich lese pro Part Ende noch so einen Bericht. Also, Stadt Chicago, Polizeipräsidium. Bericht des Ermittlers. Fall Nummer 2004-07781. Tote Rosalind Checker. Informationsquellen. Erstens Arthur Lee, Hausmeister, Universität von Chicago. Zweitens Thomas Creighton, Wachmann, Universität von Chicago. Drittens Officer Victory Cho, CPD 7312555-7635, Durchwahl 203. Ermittlung. Arthur Lee kam an der Ecke Barclay und Worthen auf meinen Patrouillenwagen zugerannt. Hocherregt berichtete er mir von der Entdeckung der Leiche einer unbekannten Frau in der Personaltoilette des Gebäudes für Erwachsenenbildung der Universität von Chicago. Ort: Tod. Gebäude für Erwachsenenbildung der Universität von Chicago. Zeugenaussage. Officer Joe nahm Lees Aussage auf. Lee berichtete, er habe die Tote in der Personaltoilette während der Durchführung seiner üblichen Reinigungsrunde gefunden. Ein einzelner Damenschuh fiel ihm auf den Boden des Toilettenraums auf. Danach sah er die Tote in der Toilettenkabine ganz rechts. Lee konnte niemanden unter dem Notruf erreichen, also verließ er den Campus, woraufhin wir ihn trafen. Lee behauptete, dass das Gebäude unter der Woche um 21 Uhr abgeschlossen wird und das Personal normalerweise bis 22 Uhr gegangen ist. Ortsbeschreibung. Die Tote war über die Toilettenschüssel gebeugt. Ihr Gesicht war darin eingetaucht. Tränen an der Kleidung des Opfers weisen auf Widerstand hin. Es gab allerdings kein Anzeichen auf sexuelle Gewalt. Die Bluse der Toten war über ihren Kopf gezogen. Wahrscheinlich um ihre Arme bewegungsunfähig zu und das Opfer wehrlos zu machen. Beweismaterial. Es wurden Fingerabdrücke, Haare und Textilfasern von der Spurensuche aufgesammelt. Ein teilweise erhaltener Fußabdruck auf dem Rocksaum der Toten wurde fotografiert. Untersuchung der Leiche. Das Opfer hatte Prellungen am Kopf. Wahrscheinlich aufgrund der Kante der Toilettenschüssel. Tiefe Druckstellen am Hals weisen darauf hin, dass das Opfer ertränkt wurde. Tränen auf dem Rock der Toten lassen darauf schließen, dass sie versucht hat, sich gegen den Angreifer zu wehren. Identifizierung. Das Opfer wurde vom Wachmann des Campus, Thomas Creighton, identifiziert. Benachrichtigung des nächsten Verwandten. Die Tote war kinderlos.
verheiratet. Nächster rechtlicher Verwandte ist der Ehemann John Maxson, der telefonisch benachrichtigt wurde. Gewebeprobe nicht angefordert. Autopsiebericht keine. Alfredo Bertolli. Geht das hier noch weiter? Ja, das ist der letzte, okay. Stadt Chicago, Büro des Leichenbeschauers. Autopsiebericht Nummer 2004-07781. Checker Roslin. Zeugen Victor Joe, Polizeibeamter der Polizei Chicago, war bei der Autopsie anwesend. Gutachten. Die Todesursache war Ertrinken. Schädeltrauma ist wahrscheinlich auf Widerstand des Opfers zurückzuführen. Druckstellen am Hals und Kehlkopf auf die Bemühungen des Täters, das Opfer zu würgen oder zu kontrollieren. Beides fand vor dem Tod statt. In der Vagina der Toten wurde Sperma gefunden, aber es gibt kein Anzeichen auf ein gewaltsames Eindringen. Toxikologie-Tests zeigen sowohl einen erhöhten Alkoholwert im Blut 0,12 als auch die Anwesenheit von Rohypnol, das in Verbindung mit dem Alkohol dazu geführt haben dürfte, dass das Opfer außer Gefecht zu setzen. Es wurden auch Restwerte von THC gefunden. Todesart ist Mord. Barry Jefferson, medizinischer Prüfer. Okay, das war Bericht Nummer 1. Wir haben noch 3 weitere Todesfälle und jetzt sind wir anscheinend hier, ich denke mal am 5. Todesfall, wie das scheint. Ja, ist wohl ein richtiger Serienkiller. Wir werden uns hier das nächste Mal weiter umsehen, beziehungsweise wir gehen zurück und fragen mal, was wir noch zu tun haben. Ging doch schon ganz gut voran und ihr könnt mir gerne schreiben, wie es tonmäßig und so ist. Ich werde auch selber nochmal reinhören und das gegebenenfalls anpassen. Und ich sage bis zum nächsten Part von Let's Play Still Life.